Mal ganz ehrlich, wenn wir uns Südamerika angucken. Jedes Kind kennt Brasilien, Argentinien, Kolumbien und auch kleinere Länder wie Paraguay oder Ecuador. Davon hat man wenigstens mal gehört. Aber dieses Land hier kennt irgendwie kaum jemand. Es heißt Guyana. Und nach dieser Recherche frage ich mich echt, wieso kennt niemand dieses Land? Ein Stück Indien mitten in Südamerika. Ein Land, das fast komplett aus Regenwald besteht. Und dann ist hier eine der krassesten Horrorstories ever passiert. 923 Menschen starben, darunter auch viele Kinder. Und es gingen furchtbare Bilder um die Welt. Aber hier in Guyana ist vor kurzem ein Wunder geschehen. Vor ein paar Jahren war das Land eines der ärmsten Südamerikas. Und jetzt, auf einmal, ist es möglicherweise auf dem Weg, das reichste Land der Welt zu werden. Das sind Zahlen, da wird einem schwindelig. In der heutigen Folge von Atlas sprechen wir über das Wunder von Guyana. Darüber, warum es in so kurzer Zeit so reich geworden ist. Und wir sprechen über einen Fluch, der Länder wie Guyana wegen ihres jungen Reichtums regelmäßig in den Abgrund treibt. Mein Name ist Tasneem Khadiri. Schön, dass ihr dabei seid. Weil man echt nie was von Guyana mitbekommt, will ich mal mit ein paar Facts anfangen. Hier liegt Guyana, ein kleines Land, das zu 85% aus Amazonas-Regenwald besteht und bis 1966 noch britische Kolonie war. In dem südamerikanischen Land spricht man kein Spanisch oder Portugiesisch, sondern Englisch und Hindi. Fast die Hälfte der Menschen, die dort leben, sind ethnische Inder und Inderinnen. Sie sind Nachfahren von indischen Bediensteten, die in Kolonialzeiten ins Land gebracht wurden. International war Guyana das letzte Mal 1978 in den Schlagzeilen. Das war eine krasse Geschichte. Damals führte ein Sektenführer namens Jim Jones seine Anhänger und Anhängerinnen in den Regenwald von Guyana und gründete eine Stadt namens Jonestown. Menschen, die Städte nach sich selbst benennen. Red Flag. Dann zwang er all seine Anhänger und Anhängerinnen, eine Bowle zu trinken, die mit dem tödlichen Gift Cyankali versetzt war. Er zwang sie zu einem kollektiven Massenselbstmord. Über 900 Menschen starben dabei, darunter auch Jim Jones selbst. Und krasse Bilder wie diese gingen um die Welt. Ansonsten kennt man Guyana so gut wie gar nicht. International hat es für eine lange Zeit keine wirkliche Rolle gespielt. Doch jetzt, auf einmal, ist in dem Land ein Wunder geschehen. Guyana könnte, wenn man es pro Kopf sieht, zu einem der reichsten Länder der Welt werden. Die guyanische Regierung ist sehr optimistisch, würde ich mal sagen. Aber auch der US-Botschafter in Guyana glaubt, dass Guyana sogar das reichste Land der Welt werden könnte. Und naja, das zeigen auch die Zahlen. Ziemlich beeindruckende Zahlen. Laut Internationalem Währungsfonds ist Guyanas Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, 2022 über 60% gewachsen. Das sind Zahlen, da wird einem schwindelig. Sollte also mal in einem Quiz die Frage lauten, welches Land hat die größte Wachstumsrate der Welt, lautet die Antwort derzeit Guyana. Noch 2019 hatte Guyana ein Wirtschaftswachstum von 5,4%. Und letztes Jahr, 2022, das wissen wir ja bereits, über 60%. Guckt euch einfach mal diese BIP-Kurve an. Zwischen 2020 und 2024, also in 4 Jahren, soll sich das BIP von Guyana fast vervierfachen. Von rund 4 Milliarden auf 15 Milliarden Dollar pro Jahr. Wisst ihr, wie krass das ist? In Deutschland hat sich das BIP in circa 30 Jahren etwa vervierfacht. Zwischen den 1950ern und den 1980ern. Das nennen wir heute das Wirtschaftswunder. Was ich euch damit sagen will, Guyana ist, was das alles angeht, mit Abstand Platz 1 auf der Welt. Dieser Boom, dieses ganze Geld, könnte echt viele Probleme im Land lösen. Denn das Verrückte an diesem ganzen Reichtum ist, bis vor kurzem war Guyana eines der ärmsten Länder in Südamerika. Noch vor 2 Jahren lebten 2/3 der Bevölkerung unter dem Existenzminimum. Guyana war stark verschuldet, es lebte mehr schlecht als recht von dem Export von Bauxit, Zucker, Reis und Gold. Die Arbeitslosigkeit war auf einem Rekordniveau, es gab kaum Perspektiven, vor allem nicht für junge Leute. Guyana ist außerdem das Land mit der höchsten Müttersterblichkeit Südamerikas. Und da hört es nicht auf. Guyana hat noch ein anderes, richtig dickes Problem. Wer konnte, verließ das Land, was zu einem enormen Braindrain geführt hat. Bis heute gibt es sehr wenig Fachkräfte im Land. Braindrain, also im übertragenen Sinne Abfluss von Intelligenz. Das bedeutet, ein Land verliert Fachkräfte und Spitzenkräfte in Wissenschaft und Wirtschaft, weil sie in andere Länder auswandern.
Und was Brain Drain angeht, ist Guyana seit Jahren in den Top 10 weltweit. Wegen der mangelnden Perspektiven im eigenen Land leben fast 40% aller Guyaner und Guyanerinnen im Ausland. Und ich habe ja schon erwähnt, dass das Land fast komplett aus Regenwald besteht. Wenn wir auf die Karte gucken, sehen wir, dass Guyana echt mitten im Regenwald liegt. Und jetzt kommt's, nur eine einzige Straße durch diesen dichten Regenwald verbindet Guyana quasi mit dem Rest der Welt. Und die ist nicht mal geteert. Also nochmal zusammengefasst, Guyana. Bitterarm, soziale Probleme, schlechte Infrastruktur und die meisten qualifizierten Arbeitskräfte fliehen ins Ausland. Wieso soll also gerade Guyana auf einmal das reichste Land der Welt werden? Mhm. 2015 ist man vor der Küste Guyanas auf Öl gestoßen. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ach, immer dieses Öl. Aber Guyanas Ölfund ist nicht mehr normal. Das Öl hat übrigens nicht Guyana entdeckt, sondern der riesige, super, ultra große Ölkonzern aus den USA, ExxonMobil. Zu dir kommen wir noch, ExxonMobil. Aber erstmal ist wichtig, die haben 200 Kilometer vor der Küste einen gefühlten Ozean an Öl entdeckt. Und dann auch noch den guten Stoff. Die beliebte Ölsorte Light Sweet Crude. Im Augenblick haben wir geschätzt 10 Milliarden Barrel Öl und das ist nur in einer Region. Wir haben noch so viele andere Sektoren, wo gerade gesucht wird. Wir erwarten, dass wir noch sehr viel mehr finden. Das ist echt eine Menge Öl. Ich will euch das mal verdeutlichen. Pro Person wäre das Öl im Wert von ungefähr 32.000 Euro im Jahr. Das kleine Land könnte damit mit Abstand mehr Öl pro Kopf und Jahr fördern als Ölgiganten wie Kuwait, Katar, die Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Der Hype in Guyana ist auf jeden Fall sehr groß. Als das Öl 2015 entdeckt wurde, hat der damalige Präsident David Granger diesen Tag sogar zum nationalen Öltag erklärt. So. Diese Geschichte klingt bis hierhin wie ein karibisches Märchen. Ein kleines, armes Land, das plötzlich unermesslich reich wird. Ein Reichtum, von dem die 800.000 Einwohner und Einwohnerinnen ihr Leben lang zehren könnten. Doch wenn wir Guyanas Geschichte als Märchen erzählen, müssen wir auch über einen Fluch reden. Und vor diesem Fluch haben einige im Land richtig Angst. Öl macht Länder nicht automatisch reich. Beispiele dafür gibt es viele. Venezuela direkt nebenan. Ja, gucken wir mal nach nebenan. Wie ist es Venezuela so ergangen? Venezuela war noch bis 2001 das reichste Land Südamerikas. Jetzt teilt es sich mit Haiti den Titel ärmstes Land der westlichen Hemisphäre. In Venezuela ist echt eine Menge schiefgegangen. Zu viel, um es in diesem Video alles zu zeigen. Aber ein Faktor war das Öl. Es hat am Ende viel mehr Probleme geschaffen als Lösungen. Eins dieser Probleme? Gier. Und genau davor haben die Menschen in Guyana Angst, dass sie ausgebeutet werden. Looking at you, ExxonMobil. Ich hab doch gesagt, zu dir kommen wir noch. Denn nach der Entdeckung der Ölquelle musste der Ressourcenminister von Guyana mit ExxonMobil verhandeln, wie man sich diesen Ölschatz jetzt aufteilt. Und wenn man die beiden Akteure mal vergleicht, könnte man vermuten, das waren keine Verhandlungen auf Augenhöhe. Guyanas BIP lag während der Verhandlungen 2019 bei 3,6 Milliarden Euro im Jahr. Der Jahresumsatz von ExxonMobil lag zur gleichen Zeit bei 230 Milliarden Euro. Und den Deal, den der Ressourcenminister für Guyana da ausgehandelt hat, finden Experten und Expertinnen echt nicht geil. Guyana soll nur 52% der Ölgewinne erhalten. Weltweit üblich sind etwa 65-85%. Experten und Expertinnen vermuten, dass der Ressourcenminister da vielleicht was für sich selbst rausgeschlagen hat und dass Guyana durch diesen schlechten Deal echt zweistellige Milliardenbeträge durch die Lappen gehen könnten. Und wisst ihr noch? Der Wert dieses Öls? 32.000 Euro im Jahr. Pro Kopf. Die Angst ist, dass das ganze Ölgeld nur bei ein paar mächtigen Köpfen ankommt. Dass der Reichtum versickert und die breite Bevölkerung im Land nie erreicht. Korruption halt. Und dann ist da noch der Fluch. Manche nennen ihn die holländische Krankheit. Manche nennen ihn den Ressourcenfluch. Dieser Fluch wird von Experten und Expertinnen auch als grundlegendes Problem in Venezuela genannt. Und auch Ökonomen und Ökonominnen in Guyana warnen vor genau diesem Fluch. Okay, dieser Ressourcenfluch ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber mich hat das echt vom Hocker gehauen. Es geht um Wechselkurse von Währungen. Ihr kennt das vielleicht aus dem Urlaub.
Unser Euro ist international eine ziemlich starke Währung. Und wenn man dann in Länder geht, wo die Währung eher schwach ist, dann ist alles voll billig. Der Wechselkurs regelt. Ich höre das voll oft von Leuten, die im Türkei-Urlaub waren zum Beispiel. Und der Wechselkurs regelt auch in Guyana. Die Währung ist dort nämlich nicht sonderlich stark, was für das kleine Land lange ein Vorteil war. Denn die Industrie im Land ist nicht sehr groß und nicht sonderlich weit entwickelt. Und wenn sie dann ihre Ware exportieren will, muss sie auf dem Weltmarkt auch noch mit Ländern wie China, USA oder Deutschland konkurrieren. Eigentlich kaum zu schaffen. Aber es ist wie im Türkei-Urlaub. Der Wechselkurs regelt. Weil die Währung in Guyana schwach ist, denken sich vielleicht deutsche Unternehmen, wenn ich in Guyana kaufe, spare ich ein paar Prozent alleine durch den Wechselkurs. Also kaufe ich lieber noch ein bisschen Holz aus Guyana, anstatt gleich alles aus Ländern wie den USA mit dem teuren Dollar. Der günstige Wechselkurs ist echt einer der wenigen Gründe, warum Guyana überhaupt Exporte verbucht. So, und jetzt kommt der Haken. Die holländische Krankheit. Der Ressourcenfluch. Denn aus dem Nichts ist Guyana ein Ölland geworden. Wenn das Land jetzt massig Öl exportiert, dann wird auch die Währung von Guyana super an Wert gewinnen. Denn alle, die Öl in Guyana kaufen wollen, müssen das in Guyana-Dollar bezahlen. Dadurch steigt die Nachfrage der Währung rapide und je höher die Nachfrage, desto höher der Wert. Doch wenn jetzt die Währung auf einmal super wertvoll wird, dann hat Guyana diesen Wechselkursvorteil nicht mehr. Alle Industrien außer der Ölindustrie könnten sich jetzt kaum mehr gegen die Konkurrenz auf dem Weltmarkt durchsetzen. Denn jetzt macht der Wechselkurs die Ware aus Guyana eben nicht mehr schön billig, sondern teuer. Das schwächt andere Wirtschaftszweige wie die Landwirtschaft, produzierendes Gewerbe, also alles neben dem ölproduzierenden Gewerbe. So wird ein Land mehr und mehr abhängig vom Öl. Und wenn dann der Weltmarktpreis für Öl sinkt, kann im schlimmsten Fall das Land in eine Schuldenspirale reingeraten und trudelt abwärts. Das ist der Ressourcenfluch. Aber was heißt das jetzt alles? Wird Guyana genauso enden wie zum Beispiel Venezuela? Wird das Geld in einem korrupten System versickern? Wird das Land am Ressourcenfluch verenden? Die derzeitige Regierung hat versprochen, dass sie die Öleinnahmen gerechter verteilen wollen. Die sollen eben nicht nur in die Ölbranche fließen, sondern auch in andere Branchen. In die Landwirtschaft, in die Infrastruktur, in die Baubranche. Das könnte vielleicht wirklich zu einem Wirtschaftswunder beitragen. Dieses Versprechen kaufen viele Guyaner und Guyanerinnen ihrer Regierung aber nicht ab. Diejenigen, die im Ölgeschäft involviert sind, werden davon profitieren. Und wenn der Wohlstand nicht jeden von uns erreicht, sollte es kein Wirtschaftsprojekt von uns sein. Ich glaube keine Sekunde, dass das Land reich wird. Ist Guyanas Geschichte jetzt ein Märchen oder ein Albtraum? Wissen wir noch nicht. Aber wenn diese Geschichte eines zeigt, dann, dass man Guyana echt auf dem Schirm haben sollte. Was für andere Länder kennt ihr, über die man nicht so viel hört, die man aber eurer Meinung nach unbedingt auf dem Schirm haben sollte? Und weil ja gerade von Türkei-Urlaub die Rede war, ich brauche Inspiration. Was sind eure Pläne? Schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst nicht, unserem Kanal zu folgen und natürlich auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. In diesem Video von uns gucken wir auf das Las Vegas Europas, Liechtenstein. Und schaut euch dieses Video von Mr. Wissen2Go an. Tschüssikowski!